Schönen guten Abend. Vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Mein Name ist Harald Schmidt. Ich bin der Gastgeber. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wenn Sie uns gestern Abend gesehen haben, Lotte Matthäus und Lolita. Ja, Sie unternehmen alles, um Ihre Ehe zu retten. Sie wollen jetzt zu einem Ehetherapeuten, eine Art Psychiater. Und Freunde der beiden sagen, das ist toll, denn die Situation ist Lolita sehr vertraut. Lolita kennt das, sich bei einem fremden Mann auf die Couch zu legen. Das haben wir übernommen, meine Damen und Herren. Wenn Sie Bayern-Fan sind oder Dortmund-Fan, dann kennen Sie das. Immer wenn im Stadion ein Angriff rollt oder ein Tor fällt, dann kommt das. Und wenn was besonders gut funktioniert, kommt das hier. Die erste Sitzung der beiden von Lotta und Lolita war anberaumt auf 2x45 Minuten. Nach 15 Minuten kam für Lotta das aus, Grund Adduktorenabriss im Gehirn. Und Sie wissen vielleicht, die beiden, immer wenn es bei den Bayern klemmt, der Franz. Ja gut, wir richten das. Ich glaube, Franz Beckenbauer kann in diesem Fall wenig helfen. Der einzige Mann, der Lotta helfen könnte, der einzige Sportler, der ihm helfen könnte, die Eheprobleme zu lösen, ist O.J. Simpson. Hey. 1.000 Milliarden, haben Sie das heute gelesen? 1.000 Milliarden Mark soll die deutsche Einheit kosten. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Ein Normalverdiener, sagen wir mal, mit ein normaler Werktätiger mit 10 Millionen Mark im Monat muss dafür ungefähr 27 Lichtjahre arbeiten. Und es wäre für uns interessant zu wissen, 1.000 Milliarden Mark. Vater Graf im Knast, Namen. Servus, Vater Graf. Lass uns mal gut. Abby, mach ein bisschen Platz. Alles klar, Vater Graf, die Rechenaufgabe für heute Abend. 1.000 Milliarden. Das sind wie viele Plastiktüten? Das kennen Sie und wenn nicht, sage ich es nochmal neu, das ist unsere Hilfe für Sie, wenn der Gag zu Ende ist. Die Aufwärmphase. Im Gegensatz zu. Ja? Es gibt etwas sensationell Neues aus der Wissenschaft und zwar amerikanische Wissenschaftler haben im ewigen Eis. Die Arche, im ewigen Eis, das ist ein Ausdruck. Ich habe mich oft gefragt, woher kommt der Ausdruck im ewigen Eis? Ich kenne es aus meiner Eisdiele. Ey, das mit dem Eis dauert ja ewig. Haben im ewigen Eis die Arche Noah entdeckt. Und zwar, das Tolle, nicht nur die Arche Noah, sondern auch Tiere. Sie wissen ja, es hieß von jeder Art ein Paar. Esel und Eselin, ein Mammut und ein Mammutweibchen, Siegfried und Roy. Und als ich das gehört habe, mich hat es erinnert an diesen Witz von unserem Goldtrompeter Stefan Mross. Sie kennen Stefan Mross? Ja? Den Freund von Stefanie Hertel. Ich habe es, glaube ich, im Stern gelesen. Er sagt zu ihr, sie ist mein Mausel. Und er hat ihr immer einen Witz erzählt, bevor sie auf die Bühne gehen. Ja, ich weiß nicht, ob man den hier überhaupt erzählen kann. Er sagt immer, ich bin durchs ewige Eis draufgekommen. Was war das Erste, was der Ötzi gefragt hat, wo man ihn aufgetaut hat? Singen die Hellwigs noch? Ich bin gespannt, wie die Hellwigs reagieren, weil die sind auch demnächst bei uns. Margot und Marianne Hellwig, ich werde sie fragen. Eine wichtige Entdeckung wissenschaftlich, und zwar, das ist toll, endlich mal was, was unser Eins benutzen kann. Hamburger Ärzte haben festgestellt, toll ist Sex nach dem Herzinfarkt. Sex, ja, Sex nach dem Herzinfarkt ist toll, und zwar so lange, bis der Notarztwagen da ist. Was für mich schade ist, ich hatte heute schon wieder keine Zeit, Fernsehen zu sehen. Und ich hätte heute noch was gern gesehen in der ARD. Eine Reportage mit dem Thema, das war, unser Dorf hat einen Puff. Ja.
mal was Intellektuelles. Und es ist ein Dorf, das heißt Wöblin in Mecklenburg-Vorpommern. Kennen Sie Mecklenburg-Vorpommern? Die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern ist Schwerin. Und das habe ich kürzlich gelesen in einer Umfrage. Schwerin ist die Sexhochburg Deutschlands. Ja, in Schwerin haben die Leute am häufigsten Sex. Am seltensten haben sie, glaube ich, in Frankfurt oder, weil da müssen sie nachts immer an der Gardine stehen und sagen, ist mein Auto noch da? Schwerin, das kann ich bestätigen, dass, wenn ich vielleicht mal was Persönliches sagen darf. Schwerin, Sexhochburg, das weiß ich, war da. Und Achtung, man kommt nicht nur schwer rein, sondern auch schwer raus. Und wir alle müssen umdenken, meine Damen und Herren. Mecklenburg-Vorpommern, ich glaube, wir Männer waren immer zu hektisch. Wir müssen uns als deutscher Mann in Zukunft ein bisschen mehr Zeit lassen beim Vorpommern. Denn das ist das Ergebnis der allerneuesten Umfrage. 83% aller Mecklenburger Männer denken beim Vorpommern, wie lange kann der Sachse anhalten? Ja! Wir haben hervorragende Gäste für Sie heute Abend, meine Damen und Herren. Die Schauspielerin Muriel Baumeister ist hier. Meine Damen und Herren, einer der ganz großen Stars des internationalen Kinos, der eiskalte Engel, Alain Delon. Musik von der Gruppe Worlds Apart. Und jeden Abend ganz herzlich willkommen Helmut Zerlett und Band. Meine Damen und Herren, das siehst du, das hat man mir jetzt gegeben, eine kleine schwarze Blende, weil gestern habe ich alles verraten, schon von weg, man konnte schon vorab lesen. Jetzt können Sie es praktisch nicht erkennen. Es waren wieder tolle Meldungen heute in der Presse, und zwar von unserem Kollegen Michael Schumacher. Schumi sagt, den Ferrari habe ich gestreichelt. Ehrlich, Schumi? Und Corinna? Tiefer gelegt? Vollgetankt? Dann die aktuelle Meldung heute. Deutsche Soldaten heute nach Bosnien. Und die wirklich sinnvolle Bitte, passt gut auf euch auf. Und wenn Sie sehen, zumindest der Helm sitzt richtig. Es steht wieder ein grandioser Boxkampf bevor. Axel Schulz gegen Botha. Und das Interessante, obwohl Axel Schulz heißt, und viele nennen ihn Axel Schulz, auch seine Freunde sagen teilweise Axel Schulz, und er selber soll vereinzelt in Hotels mit Axel Schulz unterschrieben haben. Heute Axel, ein Held ohne Namen. Ja. Und das hat uns keine Ruhe gelassen. Wir haben gesagt, Axel, ein Held ohne Namen, wir hätten drei Namen zum Vorschlag. Und zwar entweder A, Axel Nesse, B, selber Schulz, oder C, Henry Maske. Das hat mich sehr irritiert, von der Neverland Ranch, dem Heim von Michael Jackson und seinen Tieren und Priscilla Presley. Michael Jackson spricht nur noch mit den Händen. Wie darf man sich das vorstellen abends? Er sitzt auf der Couch, Priscilla irgendwo im Sessel nebenan, und er sagt, Hello, Hans. Hello, I love you. Und die Hände dürfen ihn auch nur einmal am Tag ansprechen, ja? Ha, was bist du für ein schmutziger Finger? Hello. Hello. Vielleicht, ja, ich glaube... Ich glaube, dass er auch singt. Er singt vielleicht. Sind so bleiche Hände, platzen manchmal auf. Für die Gesundheitsfreaks unter Ihnen, meine Damen und Herren, und das ist neu, ich nehme an, das wussten Sie nicht, weil ich wusste es auch nicht,
Heilmittel Tee. Heilmittel Tee, enorm, was er alles für mich tun kann. Wir haben das nachgeprüft, meine Damen und Herren, und es stimmt, und ich möchte Ihnen heute Abend meinen Lieblingstee vorstellen. Tee! Hallo Tee, komm mal bitte. Hallo Tee. Danke. Achtung, jetzt kommt der Test. Jetzt kommt der Test. Tee? Hol mir doch gerade mal einen Kaffee. Nee, ich glaube, ich habe mich in der Reihenfolge geirrt, oder? Ich muss erst trinken und dann genießen. Nicht? Das wäre falsch. Ein rührender Brief von Linda, 8 Jahre alt, aus Lüneburg. Linda schreibt, gibt es wirklich Wolpertinger? Mein Opa ist in Bayern geboren und erzählt oft von Wolpertingern. Gibt es die? Und wenn ja, was sind das für Tiere? Schreibt Linda, 8, aus Lüneburg. Linda, es gibt Wolpertinger in Bayern, ganz berühmte, und der bekannteste ist der hier. Olli Kahn vom FC Bayern München. Ein großes Tennisturnier steht wieder bevor in München, der Compact Grand Slam. Und ich muss sagen, die Tennisspieler werden immer anspruchsvoller. Diesmal sind die Veranstalter verpflichtet, an die Mitwirkenden und ich glaube auch an jeden, der sich überhaupt qualifiziert hat, Intimschmuck als Preisgelder zu entrichten. Und es ist unglaublich, was auf dem Zeitschriftenmarkt los ist, meine Damen und Herren. Man hat eigentlich nur noch die Chance, durch ein knallhartes, unverwechselbares Titelbild überhaupt die Aufmerksamkeit zu sichern. Das hier ist ein Titelbild von TV Spielfilm und das hier ist das Titelbild derselben Woche von TV Movie. Das ist nicht nur, dass die beiden Titelbilder völlig unterschiedlich sind, sondern ich finde auch erstaunlich, dass Bond Girl hat sich im Grunde so in so eine Art Gardine gewickelt. Und wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie, Bond hat den kleinen Finger eigentlich schon an der Goldkante. Unser erster Gast heute Abend, meine Damen und Herren, eine junge, sehr attraktive, sehr, sehr erfolgreiche Schauspielerin, schon Preisträgerin der Goldenen Kamera, dreht jetzt gerade einen großen Kinofilm mit vielen bekannten Kollegen. Herzlich willkommen, Muriel Baumeister. Ist das so, wie ich es gesagt habe, du kommst mitten aus den Dreharbeiten? Ich komme gerade von zu Hause, aber eigentlich mitten aus den Dreharbeiten, ja. Ein großer Kinofilm, ein deutscher? Ja. Ja? Ja. Heißt Alles nur Tarnung. Ja. Was soll getarnt werden, worum geht's? Ich habe ja da so eine Vertragsklausel unterschrieben, dass man nicht verraten darf. Nicht verraten darf und so weiter. Das Ding ist, es ist ein Knastfilm, Inside-Knast, also wirklich nicht von außen betrachtet, sondern von innen betrachtet. Von also einem Regisseur und Autor, der selber 12 Jahre gesessen hat und also auch weiß, wie es geht. Am Stück oder verteilt? Ich glaube, am Stück. 12 Jahre? Mhm. Wir pokern alle noch so, warum. Keiner weiß es genau. Ach so, aber, das verrät er nicht? Nein, das verrät er nicht. Gibt es eine Vermutung, was es sein könnte? Ich werde den Teufel tun, das jetzt zu sagen. Ja. Aber ich Also es ist nicht ein harter Film, Krimi? Ja. Ja. Nee, Krimi nicht unbedingt, aber auf jeden Fall die haben das angekündigt als Tragikomödie. Komödie ist es auf jeden Fall von außen betrachtet, von innen gespielt. Also von den Leuten, die das machen, muss es schon ernst sein und ruhig sein. Und wenn man das dann als nicht knackig sieht, dann wird es schon komisch wirken. Wie kriegt jemand, der 12 Jahre im Knast war, Geld, um den Kinofilm zu machen? Ha, gute Frage. Wir haben keine Förderung, wir haben keine, nicht mal Nordrhein-Westfalen hat uns gefördert, ne? Die ja sonst irgendwie wirklich alles fördern, was irgendwie ansucht. Sich bewegt, ne? Ja. Und weil die alle gesagt haben, zu dreckig und so und wollen wir nicht so gerne und so. Also ist alles privat finanziert, ist also auch low budget. Das low budget heißt also ganz wenig Geld, ja. Ja, ja, was ein Wunder ist. Ja. Ganz wenig so. Das heißt auch die Harald Schmidt Show.
deswegen sehe ich auch so aus, also weiße Haare und Silberzahn. Was heißt, du siehst toll aus? Das ist, den Zahn sollte man vielleicht einmal groß zeigen. Hier. Das ist, hier. Das ist, das sieht normalerweise aus wie, ich spare die Krankenkasse, wenn das einer privat. So soll es aber aussehen, sehr gut, sehr gut. Wie ist das gemacht von der Maske? Also wir haben uns zuerst überlegt, die Frau sollte einen Goldzahn tragen. Und dann habe ich gesagt, die Frau kommt aus der Fürsorge, die hat keinen Goldzahn. Das finde ich immer das Tolle. Ja, aber es sieht doch besser aus. Ja, hör mal, die Frau lebt in der Gosse und so weiter. Ja, aber das, weißt du, der Film ist teuer. Nein, keiner und so. Und dann haben wir irgendwie, zuerst haben wir das mit Alufolie gemacht am ersten Tag, weil ich natürlich am Tag vor den Dreharbeiten gesagt habe, ich hätte gerne. Und dann haben wir eine Krone machen lassen und die fiel dann immer während der Kusstendu raus. Und dann hatte ich den Mumm schon und habe abgebrochen, das war nicht so gut. Ja. Und dann hieß es, okay, entweder wir machen das richtig fest oder... Und dann habe ich gesagt, okay, gut, scheiß drauf, mach das einfach. Da haben sie Zement dran gemacht und richtig... Das geht aber wieder weg, ne? Ich hoffe es doch. Der Zahn, ich kenne das von Kronen bei mir, die auch wieder erneuert werden müssen. Weil aber ich habe Mausezähne. Wirklich? Ich habe richtig gute, klasse Zähne und ich weiß nicht, ob es... Das hat nichts damit zu tun. Ich habe, wie alle Leute, die sehr verkrampft sind, einen so einen harten Aufbiss. Und ich habe mir nachts teilweise die Krone durchgebissen. Bist du ein Zähneknirscher? Ja. Teufel. Und da musste die Krone ausgewechselt werden. Und der Zahnarzt klopft damit so einem kleinen Hämmerchen in den Beton wieder weg. Ja. Du küsst in dem Film wen? Ben Becker. Ben Becker ist einer... Das klang jetzt aber nicht so wie Ben Becker oder so. Ist das, hätte ich sagen sollen? Ben Becker. Einer von den jungen Schauspielern, die jetzt sehr im Geschäft sind. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Ist so ein Filmkurs oder? Ich habe mit Ben schon einen Kinofilm gemacht, wo wir schon mal ein Liebespaar gespielt haben und ihr kennt euch. Wir kennen uns. Ihr hört auch auf zu küssen, wenn der Regisseur sagt Cut. Ja. Ja. Es ist ja die ganz harte Crew der deutschen Schauspieler mit am Drehort. Heinz Hönig, Claude Olivier Rudolph. Ja. Martin Semmelrogge, also Uwe alle. Uwe Fellensiek, Thierry van Werwicke. Also nicht unbedingt Softies. Nee, kann man so nicht sagen. Wie ist da die Stimmung bei den Herren? Also so, dass ich also zuerst meine Tage mit Elke Sommer, die andere, also es gibt Mario Adorf, Ben Becker, Elke Sommer und mich. Ja. Und zuerst habe ich mit Elke Sommer gedreht und das war alles wunderbar und friedlich und so. Und dann kam ich da irgendwie an und dann war da die ganze Crew von besagten Herren. Und dann habe ich erstmal geschluckt. Die ja auch zum Teil schon das Strafvollzugsleben von der anderen Seite kennen, nicht? Und da, wie der Ton, wie wird geredet? So bin ich nicht erzogen worden, sagen wir mal so. Also das ist sowieso schon eine Sprache in diesem Film, die sehr direkt ist und sehr hart und sehr unverblümt. Also sagen die auch mal Scheiße? Die sagen auch nicht nur Scheiße. Die sagen nicht nur Scheiße. Die sagen so manche Sachen, bei denen ich normalerweise erblassen würde, aber dieser Film hat mich so manches gelehrt. Und es war eben auch so, dass ich irgendwie in den ersten paar Tagen Szenen zu spielen hatte, in denen dann die Beleuchter hinterher so murmelnd vom Set gingen. Und ich dachte, was habt ihr denn? Ja, wir haben immer gedacht, du bist eine Dame. Ja. Also wer hat euch das denn erzählt? Also, aber ich meine, du bist eine Dame geblieben, oder nicht? Findest du? Ich finde schon, ja. Du, das hat deine ganze Haltung. Und du hast ja auch gesagt, du bist nicht so erzogen worden. Deine Mutter ist, glaube ich, Tanzpädagogin. Mhm, right. Ja? Kommt da auch diese schöne Haltung, dieses Elegante? Wie kann man sich das vorstellen als Tanzpädagogin? Muriel, das Müsli? Oder? Nee, mehr so die Schultern zurück. Die Schultern nach hinten, genau mein Problem. Das solltest du vielleicht auch dann hier so. Aber bei mir ist es im Grunde nicht mehr. Und wie hast du die Haltung hingekriegt? Bücher auf dem Kopf? Private Secret. Ja? Hast du Ballett gemacht? Durfte ich nie. Warum das? Weil meine Mutter das gemacht hat, 10 Jahre lang. Ach so, wollten deine Eltern gar nicht, dass du in die Richtung gehst, oder wie? Ja. Ich sehe hier was ganz Tolles. Ein Tattoo. Können Sie das auch sehen, meine Damen und Herren? Wir müssen mich umdrehen. Soll ich das mal machen? Man kann es sehen, die Kamera zeigt es jetzt. Ist es echt oder aufgeklebt? Das ist echt. Mit der Nadel reingeritzt? Ja, auf jeden Fall. Und nicht so diese temporary wie Herr Gottschalk, sondern wenn schon, dann schon. Diese wieder wegrubbeln. Ich habe auch noch eines, was, wenn ihr schon Letterman kupfert. Wie Letterman? Wer ist das? Was? Das ist ja Wahnsinn auf der Wade. Ja. Mit den schicken Socken drüber. Die sind beide echt. Die sind alle drei echt, ja. Wieso drei? Na, eins, zwei, ach so, drei. Ja, hier so. Zwei. Und hier tut das weh? Da eins. Ja, tut klar. Das weh? Jeder, der sagt, es tut nicht, wieder lügt. Für den Film oder auch privat? Privat.
Und dann hat sich unser Regisseur ganz glücklich entschieden, ja, die beizubehalten, obwohl sie nicht den 70er Jahren entsprechen, in denen wir drehen. Da war das noch nicht angesagt? Nee, nicht diese Art von Tattoos. Und so die Vorstellung, dein ganzes Leben lang jetzt damit rumlaufen zu müssen, macht dir keine Angst, ne? Was bedeutet das? Ist es irgendwie, sieht also halber... Ich hätte gesagt, als Laie ein halber Fernseher, aber es ist bestimmt was Mythologisches. Das da oben ist das Jahresabo von der Wuppertaler Schwebebahn. Wenn du jemals in Wuppertal gewesen bist, dann siehst du das. Toll! Ja. Und den Rest verrate ich nicht. Das verrätst du nicht? Nein. Du warst bei einem, weil du gesagt hast, mit Dame und harter Umgangston, bei einem Interview dabei, hier in der wunderbaren Zeitschrift Tempo. Da ging es drum, mal damenhaft formuliert, wohin schauen Frauen bei Männern zuerst? Nicht. Oder nicht? Ja. Wir hätten immer gedacht auf die Augen. Und hab hier ich wurde auch gesagt. Hast du auch gesagt. Da waren einige, Bettina Rust, Arabella Kiesbauer, Kolleginnen, und die haben im Grunde sich sehr über den Bereich im Schritt geäußert. Wie du an diesem Foto, wo ich nicht drauf bin. Ja, die haben sogar hingefasst. Was war das für ein Gefühl, wenn fünf Frauen bei Champagner sitzen und das darüber reden? Das war insofern sehr lustig, weil also meine Freundin Stefanie Philipp und ich dieses Interview nur deshalb zugesagt haben, weil es hieß, keine Männer an diesem Tisch. Ne? Die da mithören. Ja, also keine Männer nirgendwo, alles waren Frauen. Ja. Und viel Champagner und irgendwie 3 Stunden Zeit und so. Und dann kam Frau Kiesbauer mit ihrem Bodyguard, verständlicherweise. Ne? Ja. Also das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Auf jeden Fall hat die Temporedakteurin gesagt, das geht nicht, weil wir haben all diesen Frauen zugesagt, kein Mann wird irgendwo sein. Ne? Und dann sagt er, wo Frau Kiesbauer ist, bin auch ich. Hey. Ja, ist okay, also kann ich gut verstehen. Ja. Und auf jeden Fall lief das dann so, dass sie den armen Mann einen Stock tiefer gesetzt haben, nämlich auf die Männertoilette. Und den Eingang dieser Bar in Hamburg am Kiez zugesperrt haben, weil der darauf bestanden hat. Und der saß dann unten mit dem Tonmeister auf der Herrentoilette. Was sie da gemacht haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren die ganz weit unten. Und wir saßen oben und haben viel Spaß gehabt. Was daraus geworden ist, naja. Ziemlich deftig, ziemlich eindeutig. Ich nicht, nee, wenn du es gelesen hast. Du hast diese damenhafte Distanz gewahrt. Ja. Aber du hast ab und zu mal hingehört, wenn die anderen so Begriffe wie Piep und Piep und Piep, ich könnte es alles selber genannt haben. Genau, ja, so Muriel. Toll, dass du hier warst. Wann geht's weiter für dich? Jetzt nächste Woche wieder. Also hast du ein bisschen Endspurt. Zeit? Ja. Sieht toll aus mit dem Zahn. Ist gut, ne? Ja, toll gemacht, die Haare. Es erinnert ein bisschen an Madonna. Ganz von fern. Darf ich das sagen? Gut, dass ich jetzt sowieso gehen muss. Nein, ganz bestimmt. Es sieht toll aus, es steht dir gut. Ja? Ich danke dir. Viel Erfolg. Tschüss. Ciao. Muriel Baumeister. Jetzt, meine Damen und Herren, das sah wirklich toll aus, ne? Diese blonden Haare und so, steht dir sehr, sehr gut. Und mit dem Zahn, Zement drunter, wenn ich mir das vorstelle. Ich meine, bei mir sieht es auch teilweise auf dem Videotext aus, wie im Gebiss von Leuten ohne Krankenversicherung. Das habe ich heute Morgen, mein Videotext, da fehlen jeder zweite Buchstabe. Das ist irgendwie... Ja, haben Sie gesehen bei Ihnen auch? Und Sie sind zum ersten Mal hier im Kino. Ja, das ist eine Atmosphäre, wo man gerne herkommt hier, oder? Dieses Kino, das ist gut geguckt. Ja? Ja. Aber, meine Damen und Herren, lassen Sie mich täuschen. Das hier sieht eher alles nach Show, nach Lampen, nach Glamour. Das ist hier Anzug, Krawatte, alles wie bei der Bank Ihres Vertrauens. Lassen Sie mich täuschen, denn auch ich habe zwei Seiten. Wenn die Lichter erlöschen, dann wird Ihr Moderator zu... Dirty Harry. Stimmung. Und die Gruppe, die jetzt kommt, lässt Teenie-Herzen schlagen, so hoch das Körbchen hält, meine Damen und Herren. Waschkörbeweise Fanpost. Titelstories auf allen Teenie-Magazinen. Schreiende, kreischende Teenager, wo sie auch nur auftauchen. Heute hier bei uns mit ihrem Weihnachtshit. When it
Christmas time. Worlds apart. CD. When it's Christmas time, worlds apart. Thank you so much, gentlemen from London. Great, great. Thank you. Thank you. Hey, here. Und, hey. Okay. Ich habe, täusche ich mich oder habe ich? Ich habe doch vorhin irgendwie. Ich habe es zu trinken bestellt, oder? Tee! 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 Ah, danke. Tee. Ich schenke mir doch gerade ein bisschen ein. Hast du eigentlich schon Kritiken gelesen, Helmut, zu unserer ersten Sendung? Nee, noch nicht. Nee. Ich auch nicht. Die müssen nachher rauskommen. Und, Wie reagiert ihr auf Kritiken? Bin ich gestern Abend 623 Mal gefragt worden. Harald, mal ganz kurz. Ganz kurz. Hier, wie reagiert ihr auf Kritiken? Wie reagiert ihr auf Kritiken? Wie ich auf Kritiken reagiere? Wollen Sie es wissen? Wie ich auf Kritiken reagiere? Souverän! Tasse abstellen, Hände sortieren, langsam sprechen, sympathisch wirken, das ist ganz wichtig. Hallo. Schön, dass Sie dabei sind. Mich kostet es heute sehr viel Anstrengung, überhaupt nicht zu konzentrieren. Es war unglaublich, dieser Unfall heute Nachmittag. Das, wenn Sie hier in Köln Bummel gemacht haben, das war der nackte Horror. Es ist ein amerikanischer Tourist, glaube ich, ein amerikanischer Tourist, ja. Ist vom Turm des Kölner Doms gestürzt. Heute Nachmittag, als er Einkäufe gemacht hat. Und er hat es nicht nur überlebt, sondern es ist ihm nicht mal eine kleine Schramme, nichts passiert. Unglaublich. Und ich muss mal sagen, an dieser Stelle ein Riesenkompliment an meine Redaktion, die es geschafft hat, den Mann heute Abend hier zu uns ins Studio zu bringen. Ich weiß nicht, wo haben wir ihn hier? Our guest from the United States. Oh, where are you? Ah, hier. Das ist er, meine Damen und Herren. Unfassbar. Hey, how are you? Great. Thank you so much. What's your name? Peter Petowski. Petowski, short talk. Yes, sir. Vielleicht darfst du ihn mal zwei Sekunden informieren. To me, unbelievable. Yeah. You were... Oh, God. Be careful. Got the swing. Sorry. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Be careful with the steps. Yeah. Go! Das war... It's okay? Ja, be careful, sorry. Have a seat, nehmen Sie Platz. Um Gottes Willen, erst dieser Sturz und jetzt das. Alles okay? Ja. Yeah. Peter. Peter, noch ein bisschen. Okay, we have time. Okay. Relax, okay. Please. Okay? Hektik, erster Sturz. Maybe it's everything okay with the shoelaces, die Schuhbändel. You know, I think that's the problem. Ja. Sind aber richtig geschnürt? Excuse me, Peter, ich glaube, es war it was the other shoe. Ja. Oh. Yeah. Peter. Stop it, stop it, stop it, stop it, stop it. Das wird ja langsam, langsam wird er kriminell. Something with, irgendwas mit dem Hals? Ja. Yeah. Ja? Oh. Okay. Stop it. Okay. Have a cup of coffee. Thank you. Right. Titus. Peter, come on.
Peter Petowski, meine Damen und Herren. Und ich sehe, draußen im Foyer ist die Hölle los. Worlds apart. Mein Gott, einmal das Erleben. Unglaublich. Der Mann, der jetzt kommt, hat sein ganzes Leben lang nichts anderes erlebt, als dass Frauen mindestens bewusstlos werden, wenn nur sein Name fällt. Meine Damen und Herren, einer der ganz, ganz großen Stars des internationalen Kinos. Es gibt einen Filmtitel, der sein ganzes Image geprägt hat. Und die klassische Geste, das war das hier. Der eiskalte Engel. Herzlich willkommen, Alain Delon. Ich bin sehr content de vous voir et très content. Ich freue mich sehr, Sie sehen zu können. Ich hatte einige Schwierigkeiten mit der Anreise, deswegen bin ich umso froher, hier zu sein. Harald. Merci. Harald, Alain. Harald ist schwierig für einen Franzosen, ja? Avec le H aspiré. Non, il y a le H, mais c'est pas le T à la fin. Ja, das H stört, aber da ist ja anscheinend ein D auch noch am Ende, kein T. Ja, und das ist das Schwierige. Eine wahnsinnig anstrengende Anreise. Streik in Frankreich, das wissen wir alle. Wie haben Sie es hierher geschafft? Das Flugzeug war, glaube ich, zusätzlich noch verspätet. Là, il se passe rien. Sie hören den, kann ich nichts hören. Sie hören den Übersetzer nicht? Überhaupt nichts. Ah, hat er es im Ohr? Ja? Je vais aider? Ah non. Hallo. Vous avez tout? Hallo. L'autre fois, on va parler un peu français, hein, et je vais... On est comme ça, hein, tout, hein. Say, no, not your problem. Not your problem. Yeah, we can go back to the same, thing as the dressing room, you know what I mean? I'd like to talk to you. Yeah, I'm happy you are here. And I knew it was, but you know, have you ever been to a professional television time before? Yes, I've been before. Okay. With Gottschalk. Gottschalk! Ah, I'm glad you mentioned it. Yeah, okay, have a seat. Okay, merci. Allô, c'est là. Hein? Oui. Vous savez, moi je parle très petit français parce que j'ai habité en Belgique par le taxe. Ich weil ich wegen Steuern in Belgien wohne. Ich habe ihm gesagt, je vais traduire. Ich habe ihm gesagt, dass ich oft in der Bretagne im Urlaub war früher. Ja. Moi, je parle français avec l'accent suisse parce que je vis en Suisse pour les taxes. Ich spreche mit Schweizer, weil ich aus Steuergründen in der Schweiz wohne. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ist das sehr dur? Ist das hart mit den Steuern in Frankreich? Non. Non, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und der Streik jetzt, sind Sie mit einem Linienflugzeug gekommen oder Privatjet? La grève était très difficile et très. Der Streik war wirklich sehr störend, muss ich schon sagen, in Frankreich. Ich bin also um 4 Uhr in Paris losgeflogen und bin dann erst um 10:30 hier gewesen, über München, eine große Schleife. Aber ich hatte es ja versprochen, ich wollte dann kommen, dann mache ich auch das Unmögliche wahr. So charmant, ja? Und diese Augen, das ist, ich habe das zum ersten Mal live gesehen, ja? Alle Frauen, die sagen, Alain Delon kommt, wann? Sowas von blauen Augen, das ist unglaublich. Und echt keine Kontaktlinsen, nein? Ja? Ihre Mutter soll... Das sind richtige Brillen. Nur über dir. Moi, je suis aveugle. Ich bin ja blind. Ich sehe messerscharf, habe ich gerade gesagt. Ihre Mutter soll gesagt haben, jede Frau, außer ihre Mutter, Bottomer, er soll gesagt haben, jede Frau, die ihm in die Augen schaut, muss sich in ihn verlieben, außer mir. Ich kann natürlich nicht dafür haften, was meine Mutter mal gesagt hat. Immerhin hat sie mich auf die Welt gebracht, das ist schon eine Leistung. Aber wahrscheinlich hat sie die Wahrheit gesagt, das hat sie eigentlich immer getan. Das geht mir natürlich nahe, weil meine Mutter mich vor einem Monat verlassen hat, für immer. Nein, das habe ich nicht gewusst. Wussten Sie anscheinend nicht, jetzt wissen Sie es. Alle Frauen in Frankreich, egal welche Umfrage es gemacht wird, mit wem möchten Sie einen Abend verbringen? Seit Jahren, Numero 1, Alain Delon. Wie lebt es sich damit?
Das gehört zur Legende, muss aber nicht stimmen. Nein? Aber es freut einen schon, man hört sich das gerne an, auch wenn es nicht stimmt. Und wenn Sie essen gehen in Paris in ein Restaurant, können Sie das unbeschwert oder müssen Sie vorher anrufen und sagen, ich komme, reserviert mir, ich bringe Leibwächter mit? Auch das gehört zur Legende, das ist meistens ja außerhalb von Paris. Eigentlich ist man ja kein Prophet im eigenen Land. Man erlebt sowas im Ausland. In Paris ist man mich ja mittlerweile gewohnt, das ist kein Ereignis mehr. Ich darf das verraten, es stand in allen Zeitungen, Sie sind im November, votre anniversaire, 60 Jahre alt geworden. Kaum zu glauben. Ja, 60 Jahre und les femmes. Les femmes. Die Frau, ja, bei denen bedanke ich mich. Und Frauen halten uns frisch. Ja, ist das so? Sie haben gesagt, eine Frau, ein Mann braucht, um jung zu bleiben, eine Frau, und die muss mindestens 20 Jahre jünger sein. Stimmt das? Also habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe das Glück, eine Frau zu haben, die 25 Jahre jünger ist. Das ist einfach fabelhaft. Das gibt einem neue Luft, einen neuen Atem. Das ist gewissermaßen eine Sauerstoffspritze. Und dann muss man sich auch irgendwie gewachsen zeigen. No, moi je suis célibataire. Also ich lebe sehr nur für den Beruf. Wir haben sicherlich etwas gemeinsam, alle beide. Wir haben jeder zwei Kinder, glaube ich. Der Unterschied ist der, dass ich sie mit der gleichen Frau habe und sie halt nicht. Ja, wie gesehen. Ja. Ja. Das ist der kleine Unterschied. Er liest die Zeit. Vous avez lu? Sie haben es gelesen? Ah. Nein, das liest man auch in Frankreich, in der Bunten. Bunte? En France. Die Bunte erscheint auch in Frankreich. Egalité, Fraternité, Vérité. Freiheit, Gleichheit, ja. Wahrheit. Toll. Ich habe mich vorher etwas über Harald Schmidt informieren lassen. Das imponiert mir. Ja, weil normalerweise Harald Guy? Non. Aber die ausländischen Gäste wissen gar nicht, wo sie sind, aber gefällt mir. Ich darf ein paar Fotos zeigen, die wir von Ihnen bekommen haben. Das hier. Wollen Sie vielleicht selber zeigen? Der ganz kleine Alain. Ja, das bin ich selbst. Da kann man aber schon ahnen. Ja. Oh. 18 Monate alt. Das ist Ihre jüngste Tochter? Das ist Aline Maurice, meine Tochter. Mit Papa im Meer, das ist an der Côte d'Azur? Ja, Aline Maurice. Ja. Und das ist ein Bild, das mich wahnsinnig beeindruckt. Alain Delon, der große Hundefreund. Was sind das für Hunde? Ich habe da 15 Hunde auf diesem Anwesen. Hier. Das ist das Gitter und dahinter sind die Hunde. Ah, tatsächlich. Und hier liegt einer, sehe ich gerade. Ne? Ja. Sie haben keine Angst vor Hunden. Ich habe wahnsinnige Angst vor Hunden. Was mache ich falsch? C'est des Dogs du Tibet. Tibetanische Doggen. Ja. Tibetanische Richard Gere. Ist auch auf den Tibet und meditiert. Lui, c'est un chien. Il est pas du Tibet, mais c'est un chien. Das ist in diesem Fall ein Hund, nicht Richard Gere. Ja. Wir haben kapiert. Ja? Kapiert. Sie haben die schönsten Frauen der Welt als Partnerinnen gehabt oder mit ihnen gearbeitet und oder aus der Arbeit entstand eine Partnerschaft. Haben Sie einen speziellen Frauentyp? Ich glaube, ein Mann sucht eigentlich immer die gleiche Frau im Leben. Die gleiche Silhouette hat er irgendwie vor Augen, das gleiche Format, der gleiche Stil. Das trifft für Sie, für mich und für alle anderen zu. Und wenn Sie nach meinem Frauenstil fragen, würde ich sagen, eine recht großgewachsene, schlanke Frau, dunkel eher. Und wenn sie dann noch schön und intelligent ist, ist das der Gipfel. Aber das ganze Leben sucht man eigentlich nach einem bestimmten Frauentyp, auf diese Weise. Ich war zweimal verheiratet, jetzt schon früher schon mal, und jedes Mal, wo ich Frauen geliebt habe, habe ich eigentlich immer entdeckt, dass sie Löwinnen waren. Sternzeichen. Sternzeichen. Ja. Das fühlt sich halt über die gleiche Sache gegenüber angezogen. Morgen geht's wieder zurück nach Paris oder in die Schweiz? Non, je vais Hollande. Holland. Ich fahre nach Holland. Urlaub oder arbeiten?
Ma femme est hollandaise. Ah, genau. Meine Frau ist Holländerin. Und da haben Sie ein paar Tage mit der Frau und der Tochter? Oui, ja. Harlem. Avec les deux enfants. In Harlem, mit beiden Kindern. Zwei Kinder, ja. Eine Frau, verheiratet, très solide. Alain Delon, ein großes Erlebnis für mich, ja, trotz des Streiks, trotz der anstrengenden Reise. Excusez pour la technique, it's okay. Merde. It's ja. Okay. Scheiße. 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 Merci beaucoup. Alain Delon. Meine Damen und Herren, Alain Delon, das war für mich ein Erlebnis, das muss ich sagen. Eine gute Nacht, schlafen Sie gut, tschüss, auf Wiedersehen.